Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Familienvlog. Und zwar mittwochs bei Lumelu. Wir starten wieder in unseren normalen Familienvlogs. Nach dem Weihnachts- und Silvestervideo kommt wieder das ganz normale Lumelu-Geschmarri. Wir haben uns auch eine kleine Auszeit gegönnt. Ich hatte einfach keine Muse und wir haben auch nicht wirklich irgendwas Tolles gemacht, außer viel gegessen und das eine oder andere Gläschen getrunken und waren rumgeflackt, rumgesessen, rumgelegen. Genau, und haben es uns einfach gut gehen lassen. Und es war auch mal richtig, richtig schön ohne die Kamera. Ja, es ist 8.20 Uhr und ich fahre just in time auf die Arbeit, wo ich bis 12.30 Uhr verweile und dann muss ich mal in die Autowerkstatt. Aber es ist nichts Besonderes, sondern ich fahre da immer einfach hin und die füllen mir dann einfach Öl nach und sollen mir noch ein bisschen Frostschutzmittel nachfüllen. Genau, dann muss ich auf jeden Fall heute irgendwie schauen, dass ich noch einen Einkauf unterbringe. Wir wollen ja jetzt doch auch wieder Clean Eating machen in Form meiner Weight Watchers App. Die zahle ich ja schließlich auch jeden Monat. Und wollen da wieder ein bisschen Pünktchen zählen. Und dann muss ich unseren Kühlschrank quasi nach den ganzen Feiertagen, ja, fliegen die ungesunden Sachen so langsam raus, indem wir jetzt quasi Reste essen machen. Also er ist wirklich schon wieder nahezu leer. Und muss gesunde Sachen reinpacken. Es wird, glaube ich, wirklich heftig, weil einfach mein Magen so geweitet ist. Also manchmal wache ich nachts auf und habe Hunger, obwohl ich eigentlich abends gut gegessen habe. Ja, da muss ich einfach der Magen wieder ein bisschen zusammenkrümeln und schrumpfen, dass da wieder eher ein Sättigungsgefühl eintritt. Aber das kriegt man schon alles hin. Aber man merkt es halt schon, also es ist tatsächlich so. Ich merke das voll schnell an meinen Hosen. Und was ich eben ja auch schon öfter erwähnt habe, was ich extrem immer merke, ist, wenn ich so Süßgetränke zu mir nehme, also wenn ich über die Feiertage habe ich gern mal wieder beim Essen ein Cola oder hier mal ein Schluck Fanta und so. Und sowas merke ich extrem. Also ich trinke ja eigentlich nur Wasser oder Tee und ab und zu mal irgendwie eine Saftschorle oder so. Aber diese voll zuckerhaltigen Getränke in Form von Cola und Fanta und Sprite und wie sie alle heißen, also Limonaden, schlagen bei mir immer extrem zu Buche und das muss ich jetzt unbedingt wieder reduzieren. Oder was heißt reduzieren? Ich habe es ja schon reduziert, ich habe es schon wieder weggelassen, aber der Bauch muss wieder reduziert werden. Außerdem gehe ich joggen, aber heute nicht, denn heute habe ich auch noch Nageltermin, genau, das wollte ich auch noch sagen. Um 15.30 Uhr, glaube ich, habe ich Nageltermin. Also wenn Flo dann von der Arbeit heimkommt, fahre ich schnell für 1,5 Stündchen. Ich weiß doch gar nicht, was ich mache. Ich bin am Überlegen, ob ich mir mal matt schwarz mache. Ich glaube, das mache ich auch einfach. Genau. Ansonsten bin ich jetzt gleich auf meiner Arbeit und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Seht ihr mich überhaupt? Es ist total dunkel. Ja, ich starte einfach mal ins Video und würde sagen, wie immer, ganz viel Spaß bei meinem heutigen Video. So, meine lieben Leute, wir haben schon kurz vor 2:30 und ich war schon einkaufen, beziehungsweise nach der Arbeit war ich schnell in der Autowerkstatt, habe Öl nachfüllen lassen und so Scheibenspritzwasser. Dann habe ich getankt, dann habe ich meiner Tante was vorbeigefahren, dann habe ich Lisa was vorbeigefahren. Dann habe ich jetzt noch eingekauft bei Aldi, das ist echt viel geworden, aber wir sind, glaube ich, wieder ganz gut bestückt. Und dann habe ich meinen Moggi geholt. Da ist er. Und jetzt gibt es einen Food Haul für euch. Und zwar habe ich bei Aldi mitgenommen 4-mal die Milch. Da haben wir ja immer die biohaltbare, fettarme Milch. Die Mama schmeckt uns am besten. Mama. Allerdings werde ich demnächst auch Mama mal wieder Frischmilch vom Bauern holen. Ja, und heute hat die Mama eingekauft. Hoi. Dann habe ich einen Salat gekauft, der ist 30% reduziert. Er macht aber auf mich noch einen sehr frischen Eindruck. Allerdings möchte ich Flo fragen, ob wir heute Abend Salat machen. Dann habe ich für Luna, sie liebt es ja, Stremellachs gekauft. Lecker! Lecker! Dann haben wir auch unbedingt Obst gebraucht. Lecker! Vier Bananen. Lecker! 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 Lecker!
Wattepads, da habe ich immer die vom Aldi, vertrage ich sehr gut. Ich muss immer ein bisschen aufpassen bei Wattepads. Viele vertrage ich da nicht und kriege echt einen Ausschlag am Auge. Dann geriebenen Emmentaler habe ich gekauft. Den brauchen wir irgendwie immer, vor allem wenn wir dann am... wieso ist denn da so viel drinnen? Am Wochenende wahrscheinlich Pizza machen werden. Dann habe ich italienische Kräuter gekauft, tiefkühl, es ist so ein absolutes Stäf-Basic, sowas habe ich immer daheim, sowas kommt bei uns manchmal in die Salatsauce, also eigentlich kommt es in jede Soße, die wir irgendwie so machen, also auch Bolognese und so weiter, ist sehr, sehr fein, eine Mischung zwischen roten Zwiebeln, Petersilie, Basilikum, grüner Knoblauch, Thymian und Oregano. Nudeln habe ich gebraucht, jede Familie hat glaube ich immer so seine Nudelsorte und bei uns ist es definitiv Fusilli, only for Flo, weil ich vertrage ja Paprika nicht, so eine kleine Tüte Snack-Paprika. Biokompost-Müllbeutel habe ich entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob es die schon immer bei Aldi gab. Ich hatte sie noch nie bei Aldi gekauft, sondern ja immer bei DM und die will ich jetzt mal ausprobieren, weil ich doch natürlich öfter im Aldi rumhüpfe wie im DM. Dann habe ich Lasagne gekauft. Viele hassen mich dafür oder viele lieben mich dafür, aber mir egal. Mir schmeckt die oder uns schmeckt die total gut, die Lasagne da vom Aldi zum Fertigbacken oder Aufbacken. Und ich denke mal, Luna wird bei unserem Clean Eating nicht mitmachen wollen, sondern isst irgendwas anderes. Und da brauche ich dann natürlich auch was im Haus. Außerdem streiche ich der Luna im Schnitt so 1 bis 2 Mal in der Woche das Essen im Kindergarten, weil da einfach die Auswahl für sie nicht passt. Das schmeckt ihr nicht und dann sehe ich es halt auch nicht ein zu zahlen. Und da gebe ich ihr dann halt immer natürlich eine Alternative von zu Hause mit. Und da eignet sich sowas halt auch, weil es immer relativ schnell geht. Von Ehrmann diesen High-Protein-Chocolate-Pudding, weil er wirklich sättigend ist und nicht viele Punkte hat, das werde ich mir mit auf Arbeit nehmen. Einfach um mein Hungergefühl zu stillen. Er schmeckt auch wirklich gut, muss ich sagen, für das, dass es so ein Proteinzeugs ist. Kann ich nur weiterempfehlen. Also wer da auch so Weight Watchers macht oder... Weight Watchers ähnlich macht, probiert den mal aus. Dann habe ich 4 Äpfel gekauft, das war bei Aldi im Angebot. Richtig schöne, knackige, rote Äpfel, das Kilo für 1 Euro. Karotten habe ich auch gekauft und zwar lose. So langsam aber sicher stockt Aldi da auch sein Sortiment an Obst und Gemüse auf, das einfach nicht verpackt ist. Bei vielen Sachen klappt es leider noch nicht, aber bei einigen Sachen schon und die werden dann auch von mir gekauft. Auch wenn sie, und da lüge ich jetzt nicht, im Verhältnis teurer sind wie Sachen, die in Plastik verpackt sind. Snack-Gurken, original fränkische Mini-Gurken aus dem Knoblauchsland, also regional gekauft. Vom guten Knoblauchsland ist genau neben Nürnberger Flughafen. Ist aber da haben wir immer diese kleinen Snack-Gurken. Finden wir ein bisschen besser vom Geschmack wie die große. Dann habe ich Müllbeutel gekauft, die hole ich auch immer im Aldi, 25 Liter, 30 Stück sind da drinnen für unseren Restmüll. Eine Packung 100%iger direkt gepresster Ananassaft. Ich möchte wieder anfangen, das Gerstengras und ein bisschen Kurkuma zu mir zu nehmen, einfach um meine Haare zu unterstützen. Weil ich halt doch jetzt dauerhaft die Bondings trage. Eigentlich habe ich mir da Kapseln befüllt, die sind jetzt aber bald leer. Ich habe aber gemerkt, wenn ich das als Kapsel schlucke, tut mir das irgendwie nicht gut. Da wird mir todesschlecht innerhalb von einer halben Stunde. Und in dieser Saftform oder in dieser Form von der goldenen Milch habe ich sehr gut vertragen. Und es schmeckt auch mit Ananassaft mir persönlich sehr gut. Senf haben wir gebraucht. Ich liebe den Senf von Kim aus dem Aldi. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, der schmeckt mir total fein, auch wenn wir mal Bratwürste essen oder so. Hey Luna, was machst du denn? Dann habe ich uns 2 Duschtücher in so Anthrazitfarben mitgenommen. Und die haben ganz schön zu Buche geschlagen. Ich glaube, dass da 1,1499 gekostet hat. Aber das war es mir jetzt wert. Wir haben von Flo mitgebracht. Und bedenkt bitte, wir sind jetzt im Februar dann 9 Jahre zusammen, in die Beziehung mitgebrachte Handtücher in Blau und Weiß. Und die Weißen sehen mittlerweile so ekelhaft aus. Bei dem Blauen sieht man es halt nicht, ne? Und die Blauen, die Weißen möchte ich aussondern und dafür dürften dann jetzt quasi 2 Anthrazitfarbene einziehen. In 70 x 140 aus 100%iger Pima-Baumwolle. Also es war auch mal eins aufgepackt. Es gibt ja immer Leute, die so Sachen dann aufpacken und dann einfach so liegen lassen bei Aldi. Da habe ich jetzt mal hingefühlt und die fühlen sich richtig cool an, weil ich war schon länger auf der Suche nach Handtüchern, aber die waren mir dann immer zu dünn. 2x Orangensaft habe ich eben auch mitgenommen, auch wegen diesem Gerstengrasgrund.
Rinderhackfleisch, Hähnchen-Innenfilet habe ich mitgenommen, Feldsalat, einen Harzer Käse, ich liebe es. 3 Dosen Thunfisch im eigenen Saft, sowas esse ich eigentlich immer in der Mittagspause auf der Arbeit. Hat 0 Punkte bei WW und macht unwahrscheinlich satt, wenn man sich so eine Dose reinpfeift, zusammen mit ja irgendwie so Toasties-Scheiben oder eben das Toastbrot, das ich euch auch jetzt gleich zeige. Er hat jetzt nicht viel Punkte und macht mich einigermaßen satt. Oh Gott, da ist mir beim Kaufen gar nicht aufgefallen, dass da diese Packung, diese Pappverpackung fehlt. Das ist dem jungen Herrn an der Kasse dann aufgefallen. Aber es sind tatsächlich geräucherte Makrelenfilets. Auch sowas esse ich in der Mittagspause, weil es 0 Punkte hat und mich satt macht. Ein Päckchen Jalotten. So, im Hintergrund jault mein Hund. Ich habe nämlich jetzt einen Hund und der heißt Luna. Zweimal haben wir für uns entdeckt, kleiner Sandwich-Toast-Saaten-Harmonie. Schmeckt richtig gut. Wir finden es ein bisschen schade, dass es halt nicht in so einer großen Packung ist, sondern eher in so einer Single-Packung. Deswegen habe ich jetzt 2 Stück mitgenommen. Auch das essen wir dann immer in der Mittagspause oder halt mal zum Frühstück oder mal so zwischendurch zum Snacken. Eier, Rostbratwürstchen für Lou, auch Salami für Lou's Frühstück für den Kindergarten, Naturjoghurt, es liebt Luna und es tut auch ihre Verdauung unwahrscheinlich gut. Zweimal, wie heißt es, Hähnchen-Minuten-Schnitzel. Am Wochenende möchte ich mal für uns Cordon Bleu machen und wir essen nicht so gern Schweineschnitzel, wir essen eigentlich eher immer Hähnchenschnitzel. 2x Feta für Salat. Dann habe ich schon mal Schinken mitgenommen für die Cordon Bleus. Wir haben noch unwahrscheinlich viel Käse und das verbrate ich dann auch, indem ich halt uns Cordon Bleus am Wochenende mache. Ja, Joghurt-Minis, Stracciatella für Lou, sie liebt ihn. Reis haben wir gebraucht. Und es ist auch so ein Basic, das habe ich eigentlich immer daheim, weil es bei mir immer Grundlage auch von Bolognese oder sowas halt ist, sind so Tomaten gehackt in Tomatensaft. Ja, das war's. Es waren über 100 Euro, allerdings halt wie gesagt schon 30 Euro, die mit diesen Handtüchern zu Buche schlagen. Dann habe ich noch einen Sixer Wasser gekauft, den habe ich jetzt nicht mit in die Küche geschleppt und ein Päckchen Kaffee für mich auf der Arbeit. Genau, und ja, teilweise habe ich es jetzt schon verräumt, teilweise verräume ich es und dann heißt es für mich eigentlich auch schon wieder ab zum Nageltermin. Und ich habe mir tatsächlich schwarz-matte Nägel machen lassen. Meine liebe, liebe Nagel-Anschie, zu der ich schon, Gott, unendlich viele Jahre gehe, über 15 Jahre, glaube ich, findet es grauenhaft. Aber ich finde es cool. Mir gefällt es. Mal gespannt, was der Flo sagt, dass ich jetzt schwarze Nägel habe wie eine Hexe. Ja, was soll ich sagen? Der Tag ist jetzt schon wieder fast vorbei. Es ist echt der Hammer. Und ich habe irgendwie schon wieder viel zu wenig gemacht. Wenn ich jetzt daheim bin, muss ich unbedingt noch eine Portion Wäsche anschmeißen. Unsere Wäschekörbe laufen wirklich über. Und ich wollte heute eigentlich rausdampfen, aber das schaffe ich jetzt gar nicht mehr. Ich möchte ja auch noch was essen oder was zu essen machen. Ich muss mal Flo fragen, auf was er Bock hat, was ich machen soll und hab Lou jetzt auch versprochen, ich spiele auf jeden Fall nochmal mit ihr. Genau. Ach so, und dann will ich auf jeden Fall noch duschen und Luna soll eigentlich auch noch in die Badewanne. Oh Gott, das wird jetzt ja schon wieder alles mega stressig. Oje, 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 ob ich das alles schaffe? Aber duschen muss ich auf jeden Fall. Hä, Luna, wo bist du denn?
eine Strumpfhose. Spielst du? Ja. Ich muss erst aussuchen, wer alles mitspielt. Okay. War dir deine Strumpfhose wohl zu warm oder was? Mhm. Aber du siehst zuckersüß in dem karierten Kleid aus. Ich glaube, ich kaufe dir nur noch karierte Kleider. Ja. Was soll's? Was essen wir heute? Spaghetti. Ach, Spaghetti. Bei dir soll es jeden Tag Spaghetti geben. Lecker. Wir müssen vorher noch baden später. Nein! Heute? Ja, heute. Oder soll ich den Papa mal fragen, ob der dich morgen badet? Nein, nein, du. Ja, dann musst du aber dann später mit. Okay. Ich frage jetzt mal den Papa, was wir essen und dann schauen wir mal. Vielleicht springen wir dann gleich unter die Dusche und Badewanne, weil ich muss duschen, du musst baden. Okay. Okay, meine Süße? Ja. Hast du mich vermisst? Ja. Wie arg? So. Ich habe dich so arg vermisst. So. Das haben wir wenig. Was? Das ist voll viel. Meine kleine Meisterköchin will immer kochen zur Zeit. Mama, das sind die Würmer. Würmer sind es. Mama, ein Fleisch ist drüben weiß gegangen. Ja, weil es heiß geworden ist und dann wird Fleisch weiß. Klopf bitte nicht so auf dem Fleisch. Mach so und rum, denn das ist, so ist nämlich richtig, wenn das weiß wird. Okay? Und ich räume mal schnell die Spülmaschine aus. Paprika ist das? Mama, Paprika auch, finde ich. Da kannst du ein bisschen was reinmachen. Kommt was, musst du ein wenig klopfen, genau. Gut. Das ist groß und schwer. Sagst du Stopp? Mhm. Hast du es in der Hand? Ja. Stopp. Einen Teelöffel Senf. Zeig mal. Bisschen mehr. So? Ja. Honig. Feste drücken weiter. Einmal noch. Ja, drück doch nicht ganz oben, drück doch ein wenig weiter unten. Jawohl. Und jetzt? Feste. Super. Richtig feste. Schüttel, shake. Ist denn ein Weihnachtslied? Nein. So. Wir haben jetzt schon, oder was heißt schon, eigentlich erst 20.06 Uhr, flog ich jetzt nochmal hoch zu Lu. Die hat sich jetzt gerade nochmal gemeldet. Ich hatte mich mit ihr hingelegt und bin dann auch ein bisschen irgendwie eingeschlummert. Ich bin jetzt voll fertig. Und wollte hier an der Stelle Tschüss sagen. Ich packe mich jetzt unter die Dusche. Und dann schaue ich mit Flo einen Film und wir kuscheln. Und dann hoffe ich, dass ich mal irgendwie so an die 22 Uhr ins Bett gehe. Einfach, dass ich, ja, keine Ahnung, ich bin immer so müde zur Zeit. Und noch dreimal schlafen, dann ist Dschungel. Dann fängt wieder das Dschungelcamp an und ich bin 14 Tage dauermüde, weil es einfach viel zu spät für mich ist, wenn ich früh raus muss. Naja, sei es wie es ist. Was ich euch noch sagen wollte, klatscht mir mal unten in die Kommentare, wie ihr euer Salatdressing macht. Das würde mich mal voll interessieren, weil ich bin nämlich immer auf der Suche auch mal nach neuen Dressings. Bringt ja auch immer eine Abwechslung rein, weil ihr gesehen habt, wie Lu und ich unser Honig-Senf-Dressing da zubereiten mit Balsamico. Aber es würde mich mal voll interessieren, wenn ihr da eure Rezepte in die Kommentare klatscht. Vielleicht ist ja da was dabei, was wir dann auch übernehmen.
Mit diesen Worten verabschiede ich mich heute von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage wie immer Tschüssi, bis zum nächsten Mal.